Hallo und willkommen zu einem kleinen, ja, zwischendurch Infovideo. Wir sind nämlich hier nicht bei einem Hauptcharakter, sondern in einem neu erstellten Charakter und der hat etwas Besonderes, was nämlich zurzeit aktiv ist. Er ist ein Delta-Rekrut. Ja, was heißt das? Einfach, man bekommt dieses tolle Ding hier, den Tesseract-Kommunikationsempfänger. Wenn wir da Doppelklick drauf machen, sehen wir hier Delta-Rekrut. Und hier bekommt man dann Belohnungen für Level 10, 20, 30, Level 40. Wenn man uns geholt hat, bekommt man dann solche schönen Kisten. Und wie es da steht, da kann man sich Raumwaffen, Raumausrüstung, Raumkonsolen und Bodenausrüstung aussuchen, jeweils eins. Also ihr bekommt nicht alles vier, sondern immer nur eins davon, wenn ihr eine dieser Kisten öffnet. Das bringt auch nichts, sie aufzusparen. Die haben immer ein bestimmtes Level. Also wenn ihr Level 30 macht, dann sind die Sachen, glaube ich, Level 7, alle, die da rauskommen. Also Mark 7, Phaser zum Beispiel. Und auf Level 40, was jetzt alles, Level 10, glaube ich. Können wir mal nachgucken. Das ist der Charakter. Ja, Level 7 waren die Strahlenwaffen. Und bei uns, da hatte ich nämlich einen Charakterdings Level 10 Ausrüstung. Ja. Das könnt ihr dann auswählen, wie ihr möchtet. Sind auch alle auf Qualität lila. Und ja. Dann gibt es hier noch für die Episodenabschlüsse Belohnungen. Ich weiß, was da jetzt rauskam. Ah, hier sieht man 200 Flottenmarken, 1000 Lithium und 500.000 Credits. So. Den Klingonen gab es. War ein bisschen weniger. Nein, ein bisschen mehr. Wow. 2,5 Millionen gab es da. Und 5000 Lithium jetzt. Okay, das hat weniger gegeben. Hm. Dann, wenn ihr eine Flotte beitretet und ein gewisses Level habt, dann kriegt ihr das hier. Wie man sieht, 500 Flottenmarken, 50.000 Lithium, die ihr nur in der Flotte verwenden könnt. Das sind so Gutscheine sozusagen, die nur in der Flotte gelten. Und 100 jede Holding-Ware, die habe ich immer noch, weil ich die irgendwie meine Flotte nicht ausgeben kann. Das sind Botschaftsvorräte, Lithium-Vorräte und Spire-Vorräte, jeweils 100. Gut, und dann kann man hier in den Missionen noch Sachen bekommen. Da kriegt man dann solche Pakete, wo man dann sich Flotten, Flotten war gleich schon, Marken aussuchen kann. Welche? Seht ihr da unten? Flotten, Romulaner, Omega, Nukara, Dyson, Undine, Delta. Und zu guter Letzt hier verstreute Technologie. Verschiedene Missionen aufspüren, da habe ich keine Ahnung. Wann das freigeschaltet wird. Und darauf tippen, dann sehen wir, dass wir hier... Ah, hier haben wir. 3 von 7. Okay. Hat man einen temporalen Vermittler episches Gerät. Okay. Steht leider nicht da, was er tut. Und natürlich zu guter Letzt... Klingonische Informationen sammeln. Da hatten wir schon 9 von 15. Paradoxenberechtiger. Geht leider auch nicht, was er tut. Da habe ich noch keine Ahnung, was diese beiden also machen werden. Ach ja, und hier fürs Leveln vom F&E gibt es auch was. Natürlich passend dazu. 5 F&E Spezialist-Dienstoffizieren. Einen seltenen ewiges F&E Spezialist-Dienstoffizier. Ja. Und hier gibt es dann das nächste. Wird dann hoffentlich etwas besser sein. Jo. Ah, da kann man einen Fachbereich sofort auf Level 10 setzen. Blablabla, natürlich kann man keinen auswählen, wenn man schon auf 10 hat. Ist ja logisch. Achso, wenn man bereits alle auf Level 10 hat, dann bekommt man eine Fertigungs-EP. Also, das bekommt man dann, wenn man irgendeinen auf Level 5 genommen hat. Gut. Level 50 ist dann das letzte Paket, was man bekommt. Jetzt mal, ich werde dann wieder Raumwaffen nehmen oder so. Denke ich mal, das Klügste.
Der Boden juckt mich so nicht. Die Konsolen würde ich auch lieber andere nehmen, als die, die da wahrscheinlich rauskommen. Ja. Das war's. Gut, darauf wollte ich euch nur hinweisen. Im Moment Delta-Offizier, wie man den erstellt, ist ganz einfach. Einfach einen neuen Charakter erstellen. Und unbedingt, wirklich unbedingt, das Anfangstutorial spielen. Wenn ihr dieses Tutorial überspringt, habt ihr keinen Delta-Rekruten. Das wird euch aber auch beim Charakter erstellen, also wenn das Tutorial dann losgeht, gesagt. Da kommt dann auch eine Warnung hier von wegen, ja, wenn du jetzt überspringst, kein Delta-Rekrut, nein, nein. Gut, ja. Darauf wollte ich nur hinweisen. 5 Minuten, ja, Video ist lang genug. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen von Star Trek Online wieder. Wir sehen uns dann. Tschüss, gebt lang und Frieden.